Hello there, friend Roonies! Heute gibt es von mir ein wenig Urban Art mal wieder. Und wo könnte man das besser machen als in der Urban Nation? Und zwar gibt es dort eine wundervolle Ausstellung von der großartigen Martha Cooper, eine Retrospektive. Und Martha Cooper, die Leute von euch, die sich mit Graffiti auskennen, werden sie wahrscheinlich schon mal kennen oder gehört haben. Sie ist nicht nur vor allem dafür bekannt, dass sie ein Band mit One Up rausgebracht hat in letzter Zeit, also das ist zumindest das Kürzliche, wo man sie in Berlin wahrgenommen haben könnte, sondern sie ist vor allem eine Pionierin der Graffiti-Beobachtung. Und zwar hat sie als eine der ersten angefangen, Graffiti in New York zu fotografieren und viele Bilder von vielen KünstlerInnen der frühen Graffiti-Zeit in New York gäbe es ohne sie nicht. Sie hat das Buch Subway Art rausgebracht 1984 und damit einen Meilenstein der Graffiti-Kunst geschaffen, vor allem in einer Zeit, als Graffiti natürlich noch nicht über Social Media oder im Internet irgendwo anschaubar war. Also ohne dieses Werk hätte es ganz viel Inspiration für ganz viele Menschen, die damals gemalt haben, vor allem auch in Europa, wo es dann rübergeschwappt ist, überhaupt nicht gegeben. Und ganz nebenbei hat sie auch noch viel der Hip-Hop-Kultur, der beginnenden Hip-Hop-Kultur in New York angefangen zu dokumentieren. Also eine unglaublich wichtige Frau für die Hip-Hop-Kultur und für Graffiti. Und diese Retrospektive hier ist aus dem Grund absolut empfehlenswert. Sehr berührend fand ich, weil das auch ein Teil von ihrer Geschichte ist, der mir noch gar nicht bekannt war, waren ihre Bilder von Kindern, von spielenden Kindern aus verschiedenen Regionen der Erde, die mich persönlich sehr berührt haben. Also schaut euch diese Ausstellung an und nutzt die Zeit vielleicht gleich hier auch im Kiez noch mal so ein bisschen rumzulaufen, weil wir sehen nicht nur hier die Fassade der Urban Nation, wundervoll erstrahlend hier von einem Werk von Dave LeChimp, sondern auch ringsherum. Wir sehen überall bunte Fassaden, die sich lohnen, hier anzuschauen. Auf der Urban Nation Seite findet ihr auch eine kleine Map, wo man so gucken kann, wo es Wandbilder gibt. Guckt euch die ruhig mal an, guckt euch die Ausstellung an und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. So long, peace.